Madame la Présidente de la Confédération, Monsieur le Vice-président, Madame la Conseillère fédérale, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse qui sera consacrée aux décisions prises ce matin par le Conseil fédéral pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Nous avons une séance du Conseil fédéral ce matin. Je vous propose évidemment de poser vos questions sur la séance qui s'est déroulée ce matin à l'issue de cette conférence de presse directement chez moi. Nous ne prenons pas de questions maintenant. Le thème que nous allons traiter est plus important, je pense, pour tout le monde. Également présent à cette conférence de presse pour répondre à vos questions, ils se tiennent à disposition, ils sont au premier rang. J'ai le plaisir d'accueillir M. Daniel Koch, le responsable de la division maladie transmissible de l'AFSP, M. Martin Dumermuth, le directeur de l'Office fédéral de la justice, M. Eric Scheidegger, le directeur suppléant du SECO, M. Christian Bock devrait être là, il va arriver certainement prochainement, le directeur de l'administration fédérale des douanes, ainsi que M. Serge Bavot, suppléant du Centre de gestion des crises. Voilà, je vous propose de passer donc immédiatement aux présentations de chacun des conseillers fédéraux et nous prendrons vos questions à l'issue de cette présentation. Madame la Présidente de la Confédération, vous avez la parole. Danke, Herr Vizekanzler, Herr Vizepräsident, Frau Kollegin, Herr Kollege, sehr geehrte Damen und Herren. Der Bundesrat hat sich heute erneut mit dem Coronavirus beschäftigt. Meine Damen und Herren, die Situation ist schwierig. In dieser Situation hat der Bundesrat zwei Ziele. Wir wollen die Gesundheit unserer Bevölkerung schützen und wir wollen die Betriebe, die Angestellten und die Selbstständigen unterstützen. Die Situation ist ernst, aber wir haben die Mittel und wir haben die Möglichkeiten, um ihr zu begegnen, und zwar medizinisch und finanziell. La situation est difficile, mais nous avons les moyens et nous sommes en mesure d'y faire face sur le plan médical et financier. La situazione è critica, ma abbiamo la possibilità e i mezzi affrontarla sul piano medico e finanziario. Die Maßnahmen, die der Bundesrat bereits beschlossen hat, dienen dem Schutz der Bevölkerung und ganz besonders dem Schutz der gesundheitlich besonders gefährdeten Menschen. Diese Maßnahmen machen aber nur Sinn, wenn sie von uns allen eingehalten werden. Denn worum es jetzt geht, ist, dass wir die Verbreitung des Virus verlangsamen können. Damit schützen wir besonders gefährdete Menschen und damit wollen wir sicherstellen, dass die Spitäler sich auch weiterhin um die Schwerkranken kümmern können. Der Bundesrat dankt allen, die sich an die Hygiene- und Distanzmaßnahmen halten. Auch die weiteren Maßnahmen, die der Bundesrat heute beschlossen hat, dienen einzig dem Ziel, die Gesundheit unserer Bevölkerung zu schützen. Die Maßnahmen, die der Bundesrat heute Vormittag entschieden hat, sind einschneidend. Wir bekommen sie alle im Alltag zu spüren. Aber wir brauchen sie. Und wir brauchen die Unterstützung der Bevölkerung. Wir müssen diesen Weg gemeinsam gehen. Der Bundesrat hat heute entschieden, dass das Veranstaltungsverbot bis Ende April verlängert und ausgeweitet wird. Auch für die Schulen haben wir einschneidende Maßnahmen beschlossen. Herr Kollege Berse wird sie Ihnen nachher ausführen. Der Bundesrat hat außerdem entschieden, dass ab sofort wieder Schengen-Grenzkontrollen an allen Binnengrenzen lageabhängig eingeführt werden. Frau Kollegin Keller-Sutter wird diese konkret darlegen. Die Einschränkungen, die wir heute zusätzlich beschlossen haben, werden viele Unternehmen, unzählige Betriebe, Angestellte und Freischaffende hart treffen. Ihnen sagen wir, wir lassen euch nicht im Stich. Der Bundesrat kümmert sich um euch. Wir haben die Mittel und wir stellen sie für euch bereit. Und zwar rasch und unbürokratisch. Auch hier zeigen wir unsere Solidarität. Herr Kollege Parmelin wird die einzelnen Maßnahmen ausführen. Um das Risiko von Ansteckungen zu senken, empfiehlt der Bund zudem, auf die Benutzung des öffentlichen Verkehrs möglichst zu verzichten. Wir danken den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, die sich in dieser Zeit flexibel zeigen und gemeinsam mit den Arbeitnehmenden nach Lösungen suchen. Meine Damen und Herren, wir sind alle gefordert, jeder und jede Einzelne. Wir können dazu beitragen, dass sich die Ausbreitung des Virus verlangsamt.
mit den Vorsichtsmaßnahmen, die bereits bekannt sind, und mit den Maßnahmen, die der Bundesrat heute beschlossen hat. Die Situation ist schwierig. Es ist gut zu wissen, dass wir auf so viele kompetente, höchst engagierte Fachpersonen zählen können, die sich um unser Wohl, um unsere Gesundheit und um unsere wirtschaftliche Situation kümmern. Das stimmt mich zuversichtlich. Ihnen allen möchte ich im Namen des Bundesrates ganz herzlich danken. Madame la Présidente de la Confédération, Monsieur le Conseiller fédéral Berset, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente de la Confédération, Monsieur le Vice-président du Conseil fédéral, Madame la Conseillère fédérale, Monsieur le Vice-chancelier, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, de ma part, quelques informations sur la situation actuelle, sur le plan de l'évolution de la maladie dans notre pays. Vous avez vu qu'aujourd'hui, à 12h30, nous avions 1009 cas définitivement confirmés, 116 cas qui avaient en plus eu un premier résultat positif, ce qui porte à 1125 le nombre de cas dans notre pays. Nous savons que nous avons affaire à un nouveau virus et il faut toujours se rappeler que cela signifie que la situation change tous les jours, elle évolue tous les jours. Par contre, la ligne que nous suivons, la stratégie que nous suivons, elle reste constante. L'objectif principal, c'est de protéger la santé de la population en prenant toujours les mesures qui soient adaptées, qui viennent au bon moment, qui soient proportionnées et surtout qui nous permettent d'emmener l'ensemble de la population avec nous pour, comme société, tous ensemble, pouvoir maîtriser cette situation. Dans ce cadre, le Conseil fédéral, depuis le début, agit avec tout le respect, je crois, on peut dire aussi la modestie requise face à une situation que nous ne connaissons pas bien. Mais le Conseil fédéral agit avec calme et détermination dans le suivi de la situation et dans ses décisions. Et nous savons que nous sommes dans un processus. Mesdames et messieurs, je dois vous dire ici, il n'y aura jamais une mesure prise une fois pour toutes qui va régler le problème. Nous allons dans ce processus toujours, encore et encore, devoir adapter nos mesures pour nous adapter à la situation qui évolue et pour y répondre le mieux possible. C'est normal dans une telle situation et cela va continuer ainsi. Je me rappelle aussi que dans ce cadre, il n'y a pas de raison particulière d'avoir peur de cette situation. La situation est sérieuse, la présidente de la Confédération l'a rappelé, mais nous savons comment y répondre au mieux. Et je crois qu'au contraire, nous devons nous laisser emmener par une situation dans laquelle nous devons agir avec calme et détermination. C'est ce que le Conseil fédéral fait depuis le début. Les mesures prises ce matin par le Conseil fédéral, et je vais présenter quelques éléments de cette nouvelle ordonnance qui est entrée maintenant en vigueur. Ces mesures prises par le Conseil fédéral doivent être renforcées pour protéger les personnes les plus vulnérables dans notre société, et également pour éviter une surcharge des infrastructures de santé et des soins intensifs. Le Conseil fédéral a décidé ce matin d'interdire, dès aujourd'hui, toute manifestation privée ou publique de plus de 100 personnes. Cette mesure s'applique également aux institutions de divertissement et de loisirs. On peut penser ici aux musées, aux centres sportifs, aux centres de wellness, au fitness, aux piscines, aux remontées mécaniques et également aux domaines skiables. Dans ce domaine, nous devons ici rappeler qu'en dessous de 100 personnes, il est possible de continuer à organiser des manifestations sur le plan national, mais que pour ce faire, il s'agit de respecter toute une série de critères précis qui préservent la santé de la population et qui sont prévus dans l'ordonnance. Deuxième élément que je souhaite mentionner ici concerne, et c'est une question très importante, les écoles. Nous avons proposé ce matin d'interdire les enseignements avec présence des élèves dans les écoles. Ça ne veut pas dire que nous poussons à la fermeture complète des écoles, mais que nous souhaitons éviter, encore une fois, avec des raisons de santé publique, que les élèves se trouvent ensemble au même endroit. C'est quelque chose qui peut être réglé assez facilement dans les universités, les hautes écoles et aussi les gymnases, où les cours à distance sont permis. C'est quelque chose qui demande un peu plus d'efforts, évidemment, dans le domaine des écoles obligatoires. Et dans ce cadre-là, les cantons peuvent prévoir des solutions d'accueil. Les cantons sont fortement invités à prévoir des solutions d'accueil, parce qu'il faut rappeler ici que la question la plus importante, c'est de réussir à ralentir le rythme de la société, à ralentir l'évolution du virus, mais nous devons tout faire, mesdames et messieurs, tout faire
pour éviter le mélange des générations, parce qu'avec le mélange des générations, ce sont les personnes les plus vulnérables, parce que nous savons que les personnes en dessus de 65 ans sont particulièrement vulnérables, qui pourraient être touchées. Il s'agit donc là de trouver le bon équilibre entre ralentissement de la vie sociale, y compris avec la fermeture des écoles, mais de ne pas charger ou surcharger les personnes vulnérables, ou notamment les grands-parents. Les mesures que nous avons décidées ce matin ne seront efficaces que si tout le monde les applique. Nous en appelons véritablement à la responsabilité individuelle de chacune et chacun. Nous devons nous habituer à ce ralentissement de la vie sociale pour freiner l'évolution du virus. Nous devons renoncer à certaines habitudes, à certains de nos loisirs, parce que nous souhaitons ensemble pouvoir protéger les personnes les plus vulnérables, les personnes de plus de 65 ans, les personnes qui ont une maladie préexistante, bien sûr aussi les personnes handicapées. Donc une question de solidarité. Et je dois vous le dire ici, encore une fois, clairement, on peut décider les mesures que l'on veut. S'il n'y a pas ces efforts qui sont réalisés par l'ensemble de la population pour ensemble maîtriser cette situation, ça ne va pas fonctionner. Nous en appelons donc véritablement ici à chacune, à chacun, pour respecter ces recommandations qui ont été réalisées. Je vais hier auch noch kurz erinnern, was bedeutet Abstand halten. Das ist wirklich eine sehr wichtige Maßnahme. Soweit immer möglich und die Hygieneregeln einzuhalten. Das sind die wirksamsten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus. Deshalb hat der Bundesrat heute genau entschieden, die Maßnahmen zu verstärken mit diesem Veranstaltungsverbot ab 100 Personen, die bis am 30. April gilt und das ab sofort. Sie haben auch gesehen, dass wir haben für die Veranstaltungen mit weniger als 100 Personen, die bleiben erlaubt, aber wenn bestimmte Schutzmaßnahmen eingehalten werden, das ist auch sehr wichtig, um den Schutz der Gesundheit zu sichern. Restaurants, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Restaurants, Bars, Discos können offen bleiben, aber es dürfen nicht mehr die dürfen sich nicht mehr als 50 Personen gleichzeitig darin aufhalten, Personal inbegriffen. Außerdem müssen wiederum dieselben Empfehlungen des BAG eingehalten werden können, also Abstand halten und Hygiene. Und die Kantone sind, wie es bekannt ist, zuständig, um die Maßnahme umzusetzen. Diese Maßnahmen sind hart, meine Damen und Herren. Diese Maßnahmen sind hart, weil die Situation ist ernst. Und diese Maßnahmen sind hart, aber es ist wirklich ein Weg, der uns erlauben muss, wirklich das Ziel, das wir haben, den Schutz der vulnerablen Personen in der Gesundheit und der Schutz unserer Gesundheitseinrichtungen, es muss uns erlauben, dieses Ziel zu erreichen. Aber es wird nur funktionieren, wenn wirklich alle sich bemühen, auch wenn wir sich nicht unbedingt persönlich betroffen fühlen, wenn alle auch das halten werden in den nächsten Zeiten. Es ist auch eine Art neue Gesellschaft, die wir jetzt haben für einige Wochen, vielleicht ein bisschen mehr. Wir müssen auch akzeptieren, ein bisschen, dass die Geschwindigkeit der Gesellschaft wird sich ein bisschen reduzieren. Wir müssen einfach ein bisschen bremsen, weniger soziale Kontakte haben, was es ist wirklich der beste Weg, um unsere Ziele zu erzielen. Ich will hier auch noch sehr viele Leute auch noch danken, aber wirklich ein Wort und ein Gedanke für die Leute, die Gesundheitspersonal, die in den Spitälern, in Praxen, in den Laboratorien, Altersheimen, wie auch die Krisenstäbe, alle die Leute, die sich sehr stark engagieren, um uns zu erlauben, da eine gute Situation mal wieder mal zu haben und eine positive Entwicklung mal zu erzielen für unserem Land. Noch ein Wort für die neue Situation, die seit dieser Woche kommt. Und ich muss Sie erinnern, dass die WHO hat erklärt vor zwei Tagen, dass der aktuelle Ausbruch ist eine Pandemie. Und heute besteht in allen Regionen der Welt das Risiko einer Ansteckung mit dem neuen Coronavirus. Und der Bundesrat rät deshalb bis auf Weiteres auf nicht dringliche Auslandreisen zu verzichten. Voilà für die Maßnahmen, die ich vorstellen wollte. Danke. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Madame la Conseillère fédérale Keller-Sutter, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin, geschätzte Kollegen, Herr Vizekanzler, meine sehr verehrten Damen und Herren.
um sicherzustellen, dass die Gesundheitsinfrastruktur in allen Kantonen optimal eingesetzt wird und um eine Überlastung in einzelnen Kantonen möglichst zu verhindern, hat der Bundesrat heute auch Einschränkungen für Personen beschlossen, die aus Italien in die Schweiz einreisen wollen. Damit folgt der Bundesrat auch einem Anliegen der Tessiner und Walliser Behörden. Auch diese Maßnahmen verfolgen das Ziel des Schutzes der ganzen Bevölkerung in unserem Land, konkret die schweizweite Sicherstellung eines funktionierenden Gesundheitssystems, in dem die Kapazitäten für die Behandlungen von unseren Patientinnen und Patienten erhalten bleibt. Es gilt zu verhindern, dass sich Personen aus Italien in Spitälern in der Schweiz, besonders in den Grenzkantonen Tessin, Wallis und Graubünden, behandeln lassen. Der Bundesrat hat deshalb im Grundsatz beschlossen, dass allen Personen aus Risikoländern oder aus Risikoregionen die Einreise in die Schweiz verweigert wird. Die Einreisebeschränkung ist gezielt und verhältnismäßig. Sie steht im Einklang mit dem Schengener Abkommen, Artikel 25 folgenden des Schengener Grenzkodex, und mit dem Abkommen über die Personenfreizügigkeit. Beide Abkommen lassen den Mitgliedstaaten oder assoziierten Staaten, also auch der Schweiz, den nötigen Spielraum, um in einer solchen besonderen Lage die Einreise zu kontrollieren, zu steuern und zu beschränken. Ich habe heute Morgen die Europäische Kommission entsprechend über die Wiedereinführung der Grenzkontrollen in der Schweiz notifiziert. Die Einreise aus Italien in die Schweiz ist also grundsätzlich beschränkt, wie in anderen Ländern aber auch. Es wird ja viel über die verschiedenen Regimes jetzt geschrieben, sieht die Schweiz Ausnahmen vor. Ausnahmen sind folgende: Schweizerinnen und Schweizer dürfen selbstverständlich in die Schweiz einreisen und Personen, die über eine gültige Aufenthaltsbewilligung verfügen, ebenfalls. Auch Personen, die einen beruflichen Grund für die Einreise in die Schweiz haben, können weiter einreisen. Das werden sicher einige Grenzgängerinnen und Grenzgänger sein, aber es geht hier auch um Warenlieferungen. Möglich sind auch Durchreisen, also der reine Transit durch die Schweiz, wenn man nicht in der Schweiz bleiben will oder sich aufhalten will, ist möglich. Wer eine dieser Ausnahmen geltend machen will, muss das belegen. Noch ein paar Worte zu den Auswirkungen auf den Asylbereich. Asylsuchende in der Schweiz stellen im Zusammenhang mit dem Coronavirus ja grundsätzlich keine besondere Gefahr dar. Ich möchte das vorausschicken, das sind Personengruppen wie andere auch. Sie sind daher gleich zu behandeln wie alle anderen Personen. Dies bedeutet, dass es für Sie bezüglich der heute beschlossenen Maßnahmen an der Grenze keine Ausnahme gibt. Es liegt bei den Asylsuchenden keine absolute Notwendigkeit einer Einreise im Sinne der heute beschlossenen Verordnung vor, weil es in Italien keine asylrelevante Gefährdung gibt. Das heißt also, Asylsuchende können ihr Gesuch problemlos in Italien stellen und müssen dazu nicht die Grenze überschreiten. Es wäre nicht gerechtfertigt, Asylsuchende von den aus Gründen der öffentlichen Gesundheit erlassenen Einreisebeschränkungen auszunehmen. Dieses Vorgehen steht im Einklang mit der Dublin-III-Verordnung. Zudem sind Überstellungen von ausländischen Personen aus Italien in die Schweiz nach Maßgabe der Dublin-Verordnung suspendiert. Also Italien kann keine Dublin-Fälle mehr nach der Schweiz überstellen. Die zusätzlichen Maßnahmen an den Grenzen gelten ab sofort. Sie werden von den Angehörigen der eidgenössischen Zollverwaltung, also dem Grenzwachkorps, aber auch den Kantonspolizeien umgesetzt. Die Verordnung, die der Bundesrat dafür erlassen hat, ist auf 6 Monate befristet. Wenn sich die Lage entspannt hat, kann sie selbstverständlich vorher wieder außer Kraft gesetzt werden. Der Bundesrat ist überzeugt, dass er auch mit diesen Maßnahmen an der Grenze angemessen auf die besondere Lage reagiert.
Wir können damit gezielt auf die Zahl der Grenzübertritte einwirken, zum Schutz der Interessen der Schweizer Bevölkerung. Merci, Madame la Conseillère fédérale. Monsieur le Conseiller fédéral Parmelin, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente de la Confédération, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Monsieur le Vice-Chancelier, sehr geehrten Damen und Herren. Der Bundesrat ist sich bewusst, dass die getroffenen Maßnahmen schwerwiegende Folgen für unsere Wirtschaft haben. Als offene Wirtschaft, die jeden zweiten Franken im Ausland verdient, treffen uns auch die Maßnahmen, die in der ganzen Welt angeordnet werden. Der Bundesrat will unsere Wirtschaft deshalb schnell und unbürokratisch unterstützen. Oberstes Ziel ist es, dass die Lohnfortzahlung der Mitarbeitenden sichergestellt ist. Dem Bundesrat stehen zurzeit 10 Milliarden Schweizer Franken aus verschiedenen Kassen für die Soforthilfe zur Verfügung. Neue kurz- und mittelfristige Maßnahmen werden weiter ausgearbeitet und zusätzliche Unterstützung in den nächsten Tagen und Wochen diskutiert und beschlossen. Actuellement, le Conseil fédéral prévoit de mobiliser un total de 10 milliards de francs répartis dans les domaines suivants. Tout d'abord, dans le domaine de l'assurance chômage, avant tout par le biais des indemnités en cas de réduction de l'horaire du travail, c'est-à-dire le chômage partiel ou technique. Ces indemnités permettent une aide ciblée aux entreprises et leurs employés qui en ont besoin. Nous disposons actuellement de 8 milliards de francs. Pour renforcer cet outil, le Conseil fédéral a en outre décidé aujourd'hui, avec effet immédiat, de ramener le délai d'attente de la réduction de l'horaire de travail à un jour. Les entreprises ne devront donc assumer une perte de travail d'un jour seulement au lieu de deux à trois avant de bénéficier du soutien de l'assurance chômage. Et des simplifications administratives ont aussi été mises en place. Toujours dans le domaine de l'assurance chômage, le Conseil fédéral a chargé le SECO d'étudier d'ici au 20 mars la possibilité d'étendre le droit à des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, aux salariés dont la durée d'engagement est limitée et non résiliable, et aux personnes exerçant un travail temporaire. Dans ce cas, la loi devra être adaptée. En dehors de l'assurance chômage, le Conseil fédéral examine la possibilité d'une aide financière dans des cas exceptionnels. La somme qui sera mise à disposition dans ce but pourra s'élever jusqu'à 1 milliard de francs. Ici, le Conseil fédéral vise en particulier des entreprises qui traversent des crises de liquidité momentanées. Le département des finances est chargé de présenter d'ici le 1er avril les modalités et les ressources nécessaires. Le Conseil fédéral, mesdames et messieurs, est conscient qu'il devra s'assurer d'une distribution efficace basée sur des critères clairs et objectifs. Il s'agira donc d'établir les bonnes structures qui permettent d'atteindre ce but. D'ores et déjà, pour les petites et moyennes entreprises fondamentalement saines, mais qui traversent des difficultés financières momentanées en raison de l'épidémie de coronavirus, le Conseil fédéral dispose de 580 millions de francs attribuables sous forme de prêts bancaires garantis aux entreprises qui en ont besoin. Les institutions de cautionnement reconnues peuvent ainsi accorder des garanties de crédit pouvant aller jusqu'à 1 million de francs à des entreprises en difficulté. Les conditions d'octroi seront en outre allégées. Les quatre institutions de cautionnement reconnues seront en outre soutenues à hauteur de 10 millions de francs pour pouvoir faire face aux charges administratives supplémentaires. Un crédit de 4,5 millions de francs est à disposition dans le cadre de la promotion des exportations. Ces fonds seront à utiliser pour compenser les pertes liées aux activités, notamment les foires commerciales de Swiss Global Enterprise. Dans le domaine du sport, pour les organisations sportives gérées par des volontaires, le Conseil fédéral souhaite fournir des contributions à fonds perdus d'environ 50 millions de francs. Leurs associations fêtières devront toutefois obtenir une couverture en capital suffisante parmi leurs membres afin de leur permettre de faire face à une situation extraordinaire pendant 6 mois. Une ordonnance précisant les détails sera prise d'ici au 1er avril. Pour le sport d'équipe professionnelle, le Conseil fédéral entend octroyer des prêts remboursables à taux zéro.
Des fonds allant jusqu'à 50 millions de francs sont prévus pour cette mesure. Le Conseil fédéral veut également libérer des moyens supplémentaires pour le secteur culturel. Le département fédéral de l'Intérieur va mettre au point un projet de loi temporaire d'ici au 20 mars. Il s'agit de soutenir les acteurs culturels indépendants en situation de crise et d'éviter la disparition de manifestations importantes. Enfin, un dernier point, pour suivre la situation économique, le Conseil fédéral met une task force COVID-19 et économie sous la conduite de mon département. Elle inclura des représentants du département fédéral des finances, du département fédéral de l'intérieur et de la Banque nationale suisse. Son mandat sera à la fois d'évaluer l'impact économique des mesures sanitaires, mais aussi d'identifier les domaines où une action de la Confédération ou des cantons sera nécessaire. Voilà pour les mesures économiques déjà prises ou en voie d'élaboration. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Bundesrat ist fest entschlossen, die Wirtschaft in dieser besonderen Lage zu unterstützen. Ich bin überzeugt, dass alle die Herausforderungen verstehen und sich einsetzen werden, um diese Krise zusammen zu meistern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Nous allons donc pouvoir passer à vos questions. Avant d'ouvrir la ronde des questions, je vous rappelle que comme nous n'aurons pas d'interview bilatérale en raison de la mise en œuvre des recommandations de l'OFSP, posez toutes vos questions maintenant. Dès que la conférence de presse sera terminée, nous nous retirerons. Il n'y aura pas d'interview bilatérale. Première question, Monsieur Grosjean. Oui, merci. Monsieur Berset, on a assisté à plusieurs conférences de presse maintenant et on nous a toujours répété que non, il ne fallait surtout pas fermer les écoles. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous venez et vous dites « Ah si, il faut quand même fermer les écoles ». Qu'est-ce qui fait que vous avez complètement, je dirais, changé de stratégie alors que vous nous dites que c'est une politique cohérente ? Là, j'ai un peu de mal à voir la cohérence. Bon, on a toujours été très clair depuis le début, et je dois vous le rappeler ici, on a toujours été très clair depuis le début, on a toujours dit « voilà les mesures que nous prenons pour le moment ». Vous avez toujours eu « im Moment » en allemand et « pour le moment » en français. À chaque fois que je suis intervenu avec les personnes qui m'ont accompagné pour ces conférences de presse, qu'est-ce qui a changé ? C'est la question que vous posez, je peux y répondre de la manière suivante. La première chose qui a changé, c'est que nous avons depuis peu, je crois que c'est depuis hier ou avant-hier, une étude du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies qui parle de la fermeture des écoles comme une mesure qu'il faut prendre, même si on n'a pas d'évidence absolue sur le rôle des enfants dans la transmission. Mais dès le moment où nous avons un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies qui nous dit « attention, ça vaut le moment maintenant de prendre cette mesure », alors c'est naturellement que la situation a changé et que le « im Moment », eh ben, c'est un autre « im Moment » qui se produit. C'est le premier élément. Le deuxième élément, nous avons d'autres études. Alors, on apprend tous les jours sur ce nouveau virus qui montre qu'il n'y a pas non plus d'évidence absolue dans un sens ou dans l'autre, mais on sait bien que les enfants peuvent être potentiellement, en tout cas, des vecteurs du virus. Si nous avons renoncé jusqu'ici à la fermeture des écoles, c'était parce que nous craignions qu'en fermant les écoles, cela mélange les générations et que cela charge les grands-parents. Et ici aussi, très clairement, cette étude du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies nous dit qu'il faut fermer les écoles, mais il faut être très attentif à ne pas mélanger les générations et à protéger les personnes à risque, et notamment les personnes les plus âgées. C'est la raison pour laquelle, d'entente avec les cantons, nous les invitons vraiment à mettre en place là où il n'y a pas d'autre possibilité pour les parents que éventuellement les confier aux grands-parents, ce que nous ne souhaitons pas, nous prions vraiment de ne pas le faire, et bien que les cantons utilisent les structures dont ils disposent pour mettre en place des structures d'accueil pour ces enfants. Puis un autre élément, je dois vous le dire, qui évidemment joue aussi un peu un rôle, il faut être quand même très au clair là-dessus, ça a été le fait que nous avons pu suivre très rapidement l'évolution au Tessin. Le Tessin, mercredi, a pris une décision qui était de fermer les écoles dans le domaine au-delà de l'obligatoire, 16 ans et en dessus, et d'ailleurs aussi sur recommandation de l'OFSP, c'était avant la publication de cette étude et avant les éléments qui changent chaque jour, et nous avons quand même dû constater que c'est terriblement difficile d'expliquer à la population et aux gens pourquoi est-ce que les jeunes de plus de 16 ans peuvent rester à la maison et n'ont pas besoin de se rendre à l'école, et pourquoi les enfants plus jeunes doivent se rendre à l'école, et nous avons vu que les problèmes de mise en œuvre se posent également. Dernier point, suite à cette étude, notamment de l'ICDC et des nouvelles connaissances que nous avons dans cette situation, nous avons dû constater que tous les pays aux alentours, ce n'est pas évidemment le premier élément qui joue,
mais que tous les pays aux alentours, alors qu'ils étaient tous du même avis que la Suisse jusqu'à mercredi, j'ai participé à une visioconférence avec les ministres européens de la Santé, les pays qui nous entouraient, notamment la France et l'Allemagne, étaient du même avis que la Suisse à ce sujet. Suite à cette étude, on revu leur position, on regardé les nouvelles évidences, et naturellement, c'est aussi un des éléments qui a été pris en considération à ce moment-là. Voilà les éléments qui font que le in-moment, c'est toujours in-moment, et que pour un nouveau virus, évidemment, quand je parlais de modestie et de respect face à la situation, de flexibilité, mais en même temps de calme et de détermination dans l'action, c'est exactement ça qui nous conduit aujourd'hui à faire ce pas. Un pas, vous l'avez remarqué, que les cantons auraient sinon aussi peut-être fait sans qu'on arrive à le faire de manière aussi coordonnée qu'avec la décision de la Confédération. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Prochaine question, Monsieur Morf. Herr Bese, Sie haben gesagt, dass Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen verboten werden. Heißt das, dass die Session des Parlaments abgebrochen wird? Weil das sind ja mehr als 100 Personen. Ja, ich muss hier vielleicht mal wieder mal die Verordnung nehmen auf Deutsch, um zu lesen, wie es geschrieben ist. Il est question dans la Verordnung auf Deutsch de fermer les manifestations publiques ou privées. Et puis il est ensuite indiqué à la ligne 3 que ça s'applique également aux établissements de divertissement et de loisirs. Je crois déjà qu'on ne peut pas dire que le Parlement tombe sous la catégorie divertissement et loisirs, premièrement. Et le deuxième élément, on ne peut pas non plus parler de manifestations publiques ou privées. Donc c'est au Parlement, évidemment, qu'il revient de faire cette analyse. Mais d'un autre point de vue, les manifestations publiques ou privées accueillant simultanément 100 personnes ou plus sont interdites, ne va pas dans la direction, par exemple, de fermer tous les grosses raums bureaux ou bien les entreprises. Et là, nous estimons que nous n'avons pas affaire avec une session parlementaire, ça peut être aussi avec un grand conseil dans un canton, à une manifestation publique ou privée. Forster. Welche Regelung gilt für Kinderkrippen? Sollen diese auch schließen? Entschuldigung, Kinderkrippen? Für Kinderkrippen, ja. Das ist eine sehr gute Frage. Und in der Tat, das ist auch eine Frage, die sich stellt, weil Social Distancing für diejenigen, die Kinder haben, Social Distancing in Kinderkrippen, das ist nicht das Einfachste zu tun, ehrlich gesagt. Das ist eine Frage, die berechtigt ist. Das ist aber eine Frage, wo der Bundesrat sagt, da sind auch die Kantone zuständig, muss man auch sehen. Weil die Kinderkrippen, das ist nicht eine obligatorische oder überobligatorische Schule. Es ist ein Betreuungsangebot für Leute, die arbeiten, in der Regel mindestens. Und da müssen wir auch sagen, wenn man spricht von Betreuungsangeboten, es gibt nicht nur die Kinderkrippen, es gibt sehr viele unterschiedliche Situationen, die existieren in den Kantonen. Es gibt Kantone, wo andere Modelle sind im Vordergrund. Es gibt Kantone, wo die Kinderkrippen sind im Vordergrund. Es gibt auch andere. Es gibt viele unterschiedliche Modelle. Und da müssen wir auch nicht vergessen, die Kantone sind dafür auch zuständig. Und die können auch da mal das regeln, wie es vernünftig erscheint, auch mit Rücksicht nehmend auf die kantonale Situation. Prochaine question, Monsieur Washington. Die anderen Länder gehen zum Teil weiter mit den Veranstaltungen und den Bars und so weiter, die geschlossen werden müssen. In der Schweiz dürfen sie noch offen haben, das haben wir gehört. Warum gehen sie nicht so weit wie Österreich zum Beispiel? Und warum verpflichten sie die Kantone nicht, ein Betreuungsangebot zur Verfügung zu stellen? Und vielleicht noch eine dritte Frage, warum beteiligt sich der Bund über die EO nicht bei den also bei möglichen Erwerbsausfällen, wenn Eltern ihre Kinder betreuen müssen, dann können sie nicht arbeiten. Da sind grundsätzlich die Arbeitgeber gefordert. Aber warum beteiligt sich der Bund da nicht? Die zweite Frage, Entschuldigung, ich habe sie nicht notiert. Die zweite? Verpflichten, okay. Ich versuche. EO, das wird sicher eine Diskussion werden, aber das ist noch nicht so weit. Es wird bleiben sehr rasch jetzt oder sehr rasch in die Hand genommen, damit es thematisiert wird. Wieso nicht eine Verpflichtung für die Kantone, für Betreuungsangebote? Wir waren gestern im Kontakt mit der Präsidentin der EDK. Und ich meine, die Kantone, die sind bereit. Es ist einfach keine absolute Neuigkeit, was heute kommt für die Kantone. Wir haben es schon seit langem, man hat mir gesagt, für solche Fälle vorbereitet. Aber es ist einfach mal, um die Kantone die Freiheit zu geben, sich zu organisieren. Aber ich würde sagen, es war auch ein Thema im Bundesrat. Der Bundesrat würde die Kantone wirklich einladen, wenn ich das so sagen darf, es zu machen. Weil in der Tat, wenn ohne Betreuungsangebote und wenn es gibt keine andere Möglichkeit, es würde bedeuten, man könnte damit gehen Richtung Mix der Generation. Und das ist genau das Gegenteil, das wir jetzt machen müssen. Das heißt, wenn wir heute die Schulen
sind die Schulen nicht geschlossen, das muss man nicht vergessen, sind die Präsenzveranstaltungen an die Schule verboten. Es ist nicht genau das Gleiche. Und die Idee ist damit mal einfach die Übertragung des Virus zu begrenzen, aber nicht das anderswo bei den Großeltern zu bringen. Und deswegen die Kantone sind streng eingeladen, es zu tun. Restauranten, was der Bundesrat heute entschieden hat, ist schon eine sehr einschneidende Maßnahme, muss man schon sagen. Und man kann schon darüber diskutieren, ob man noch weitergehen sollte oder weitergehen kann. Wir gehen davon aus, und das ist wirklich ein Appell an alle Veranstalter, alle Restauratoren, alle die Leute, die im Land arbeiten, auf die Gesamtbevölkerung, ist ein Appell, die Hygienemaßnahmen und die Abstandhaltung oder Abstandhaltung zu respektieren. Das ist die Maßnahme, die uns hilft, wirklich, die uns, ich meine, uns als Gesellschaft, als schweizerische Gesellschaft. Und deswegen haben wir mal einen großen Schritt gemacht, aber die Idee ist einfach nicht in Richtung mal alles still zu haben. Es ist nicht die Idee, aber bitte, wir brauchen wirklich, dass die Leute sich daran jetzt halten, auch diejenigen, die sich vielleicht nicht besonders betroffen fühlen. Es ist auch ein Akt der Solidarität gegenüber vulnerablen Menschen in unserem Land, die wir schützen müssen. Und dieser Akt von Solidarität hat auch jetzt auch einen Rahmen mit der Organisation über Veranstaltungen und auch Restauranten. Madame Novak, und ich bitte Sie, nur eine Frage aufs Mal zu stellen. Wir kommen schon nochmals zurück. Ich habe nur eine einzige Frage. Sie appellieren an die Solidarität, Sie alle zusammen. Wir haben das, glaube ich, hier drin ziemlich gut verstanden. Ich habe einfach eine Tochter, die studiert. Und ich stelle fest, dass bei ihren Altersgenossen das Verständnis bereits für die bisherigen Maßnahmen nicht besonders ausgeprägt ist. Wie wollen Sie in der Generation, die nämlich weiterhin sich in größeren Gruppen trifft, wie wollen Sie da dafür sorgen, dass diese Botschaft ankommt? Ich glaube, das Signal von heute ist, dass die Situation ist ernst und es ist jetzt der letzte Moment, wo man das wirklich verstehen sollte und auch vielleicht in Richtung Respekt von dieser Empfehlungen gehen sollte. Und die Tatsache, dass ab jetzt Veranstaltungen über 100 Personen ist einfach total verboten, oder? Und Restaurant, aber auch Partys, auch ich meine Diskotheken, wie sagt man das auf Deutsch, 50 inklusive Personal. Faktisch, es bedeutet, ich meine, diese Party-Szene muss jetzt verstehen, es muss jetzt für einen Moment vielleicht etwas anders tun, als Party zu machen, mit dem Risiko, Übertragungen zu machen. Ich glaube, die Entwicklung, die jetzt passiert ist im Bundesrat heute mit dieser Verordnung für die nächsten in etwa 6 Wochen, muss schon wirklich zeigen, dass es ist ernst gemeint. Es ist ernst gemeint, weil wir müssen die vulnerablen Risiko- oder Bevölkerungsgruppen schützen und wir müssen auch unbedingt unsere Gesundheitseinrichtungen schützen. Man kann schon sehen, was passiert, wenn es nicht ordentlich gemacht ist. Und es ist nicht zu spät, es ist der richtige Moment, um es zu tun, weil wir wollen auch die Bevölkerung mit uns nehmen. Und die Bevölkerung, die kann es verstehen und auch mit uns es machen, wenn man sieht, dass okay, die Situation ist ernst, es wirkt jetzt der Moment. Merci. Prochaine question. Oui, Madame Christen. Es gibt ja auch Kritik, zum Teil auch von Virologen daran, dass nicht mehr getestet wird, wenn nicht wirklich ein schwerer Verlauf da ist oder wenn es sich um Risikopersonen handelt. Dies mit der Begründung, dass man dann ja nicht mehr weiß, wie der Verlauf ist. Und eine praktische Begründung der Kritik ist auch für die Wirtschaft, dass wenn man zum Beispiel dann eben negativ getestet wird, muss nicht der Rest des Teams auch in Quarantäne. Was sagen Sie dazu? Diese Frage ist für Herrn Koch vom Bundesamt für Gesundheit. Bitte drücken Sie auf den Knopf, während Sie sprechen auch. Ja, sehr geehrte Frau Bundespräsidentin, sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte Frau Bundesrätin, Herr Bundesrat und sehr geehrter Herr Vizekanzler. Die Frage ist eine sehr gute, weil es der Anschein erweckt, dass wir jetzt weniger testen wollen und dass wir jetzt einfach vernachlässigen wollen, wenn Leute erkranken und vielleicht am Virus erkranken. Die Sache ist aber die, dass wir als allererstes den Leuten sagen, wenn ihr Symptome habt, ob es jetzt Grippe ist oder das Virus, wenn ihr gesund seid, wenn ihr jung seid und keine Risikofaktoren habt, dann gehört ihr nicht in den öffentlichen Raum, dann gehört ihr nach Hause und dort sollt ihr isoliert bleiben. Wir wollen, dass wir nicht schon am Anfang die Praxen und die Tests überladen, weil diese Ressourcen sind wir noch am weiteren aufbauen.
Und sobald wir noch mehr testen können, werden wir auch noch mehr testen. Aber es ist wirklich so, dass wir jetzt nicht weniger testen, sondern wir testen jetzt mehr. Wir sind in Europa wahrscheinlich eines der Länder, die am meisten testen pro Kopf. Wir sind jetzt ungefähr bei 2000 Tests pro Tag. Merci. Prochaine question. Oui, monsieur. Merci. Ich habe ein paar Fragen von der Nachrichtenagentur zusammengesammelt, aber ich stelle nun eine nach der anderen gerne. Nämlich als erstes, vielleicht findet die Abstimmung vom 17. Mai statt? Diese Frage ist noch nicht entschieden, aber die Bundeskanzlei ist in Kontakt mit den Kantonen, um eben die Entwicklung der Situation zu beobachten und zu gegebenen Zeitpunkt wird sicher ein Entscheid gefällt. Zweite Frage. Danke. Diese Liste von Risikoländern und Gebieten, ist das gleichbedeutend, auch rechtlich gleichbedeutend mit einer offiziellen Reisewarnung? Das ist relevant für die Versicherungen. Also soweit ich die Frage beantworten kann, das EDA lässt Reisewarnungen, aber das kann nicht als also die Liste kann nicht als Reisewarnung aus meiner Sicht jetzt betrachtet werden, sondern der Bundesrat, Herr Bundesrat Berset hat das ja eingangs gesagt, der Bundesrat ist so oder so der Meinung, dass man jetzt von Auslandreisen absehen soll, wenn diese nicht zwingend sind, so oder so. Peut-être Monsieur Lenz, si vous voulez compléter, puisque vous êtes le représentant du DFAE ici. Ja, ich kann eigentlich unterstützen, was gerade die Frau Bundesrätin gesagt hat. Es wird einfach von nicht dringenden Reisen ins Ausland abgeraten. Es gibt in dem Sinn bei MEDA keine Risikoländer. Es ist eigentlich von gänzlich allen Reisen wird abgeraten. Das ist eine präventive Maßnahme, um A, zu verhindern, dass Leute im Ausland irgendwo blockiert werden und dann nicht weiterreisen oder zurückreisen können. Und B, um auch zu verhindern, dass sie im Ausland erkranken und dann die entsprechenden Gaststaaten zusätzlich belasten. Merci. Est-ce qu'on avait fini avec l'agence? Je pense pas. Für den Moment. Ist gut. Wieso werden die Schulen bis zum 4. April geschlossen? Eine Woche später sind ja Ostern und dann haben einige Kantone Ferien. Wieso zieht man es nicht gleich bis zu Ostern? Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich glaube, es ist auch eine einschneidende Maßnahme, muss man auch schon sehen. Und die Frage ist jetzt mal zu sehen, zu beobachten, wie die Kantone es umsetzen können. Es ist vielleicht ein Schritt, der uns einfach zwingt, mal die Situation neu zu beurteilen, nach zwei Wochen und zu sehen, wie die Situation sich entwickelt. Wenn ich spreche immer von Bescheidenheit und Respekt vor dieser Situation, die wir nicht kennen, es bedeutet auch, niemand kann wirklich jetzt sagen, wie die Situation ist in 3-4 Wochen, auch wenn, was wir jetzt sehen, muss schon den Eindruck geben, dass es wird weiter steigen, ziemlich rasch sogar, und dass wir auch uns dafür vorbereiten müssen. Diese Maßnahmen, die in der Verordnung sind, die sind jederzeit verlängerbar, die sind aber auch jederzeit, wie sagt man das? Veränderbar. Voilà, das ist, oder man kann ja auch kündigen oder man kann auch die stoppen. Ich meine, das ist einfach so ein Punkt. Wir sind wirklich in einem Prozess, wie ich vorher gesagt habe. Und es ist das erste Mal, dass der Bundesrat eine solche Maßnahme trifft. Ich meine, das betrifft auch sehr stark die Kantone, die Organisation der Familien. Wir sind ganz bewusst, von was es bedeutet, ich muss Ihnen sagen. Und deswegen, es wäre für uns her nicht so verhältnismäßig, jetzt schon zu sagen, 5 oder 6 Wochen, waren die diese 3 Wochen, werden wir das ganz genau beobachten. Prochaine question, Monsieur Nebel. Certains virologues, certains scientifiques ont signé une lettre demandant que, sur la base de la loi sur les épidémies, on passe du statut de situation particulière au statut de situation exceptionnelle. Est-ce que vous avez envisagé de passer à cette troisième phase et sinon, pourquoi? J'aurai encore une deuxième question après, mais je finis déjà avec celle-là. Merci. Oui, je dis volontiers quelque chose à ce sujet. C'est évidemment une situation aussi qu'on observe en continu. La différence entre la situation particulière et la situation exceptionnelle, c'est que la situation exceptionnelle se base sur le droit d'urgence pour toutes les décisions prises par la Confédération et toutes les compétences que les cantons ont passent à la Confédération. Nous souhaitons, aussi longtemps que c'est possible, aussi longtemps que des mesures sont possibles dans la situation particulière, et celles que nous avons prises aujourd'hui pour l'essentiel le sont, nous souhaitons rester dans la situation particulière pour pouvoir continuer à travailler de manière étroite avec des cantons qui ont des pouvoirs et la possibilité d'agir sur leur propre territoire.
Cela dit, comme vous l'avez vu dans l'ordonnance, il y a certains éléments qui s'appuient directement sur le droit de, sur le droit d'urgence, article 184, 185 de la Constitution, sur les éléments qui concernent la frontière, mais pour les autres éléments, ils se situent dans le cadre d'une situation particulière dans laquelle nous travaillons en étroite collaboration avec les cantons et dans laquelle nous pouvons agir de manière, je crois déjà, assez appuyée, puisque toutes les autres mesures qui sont prises aujourd'hui font partie de la situation particulière. Pour la deuxième question, si j'ose... Beaucoup de parents vont se poser la question dès lundi prochain, que faire si je dois travailler et puis en même temps que je ne peux pas envoyer mes enfants à l'école. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Quelle est la situation juridique pour ces parents? Et est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans le fait d'offrir aussi une structure d'accueil s'il s'agit justement d'éviter le fait que le virus se répande parmi les enfants? Madame la Présidente. Ich denke, schon die bisherige Situation hat gezeigt, dass sehr viele Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sehr flexibel und offen jetzt auch auf diese Situation reagieren mit Homeoffice, mit den Möglichkeiten, später zu kommen, die Stoßzeiten im öffentlichen Verkehr zu vermeiden. Und wir zählen darauf, dass hier auch die Arbeitgeber mit ihren Arbeitnehmenden Lösungen suchen und Lösungen finden, die es ermöglichen. Wir sind uns bewusst, dass diese Maßnahme jetzt sehr rasch umgesetzt werden muss. Am nächsten Montag muss für ganz viele berufstätige Eltern müssen eine Lösung finden. Wir zählen auch darauf, dass mit Nachbarn Lösungen gefunden werden. Ich denke, es braucht hier jetzt wirklich die Beteiligung von allen, um hier die Situation für die Familien zu klären. Sie fragen das Betreuungsangebot einerseits und gleichzeitig der Unterricht, der in den Schulen nicht mehr stattfinden soll. Der Unterricht, das ist die Situation, wo Sie in bestimmten Räumen 20 bis 28 Kinder haben und dort eben diese Abstandregeln kaum mehr einhalten können. Und wir gehen davon aus, und das ist auch mitgemeint, dass in diesen Betreuungsangeboten selbstverständlich die Situation so geregelt wird, dass eben diese Abstandmaßnahmen eingehalten werden können mit den Kindern, mit den Betreuenden. Das ist die Aufgabe. Aber Herr Kollege Berse hat es gesagt, die Kantone sind hier nicht völlig überrascht. Sie mussten damit rechnen, dass diese Maßnahme entschieden wird. Und sie haben auch uns versichert, dass da bereits Überlegungen gemacht worden sind. Aber selbstverständlich, jetzt sind die Kantone gefordert, die Gemeinden gefordert, die Eltern gefordert und ich denke auch alle Nachbarn, alle, die hier beitragen können, vielleicht auch Studierende, die jetzt auch mehr Möglichkeiten haben, sich an der Kinderbetreuung zu beteiligen. Da ist sehr viel Engagement und sehr viel Kreativität gefordert und der Bundesrat ist auch sehr dankbar, wenn in der Gesellschaft jetzt diese Stimmung ist, dass wir einander unterstützen können. Monsieur Zala. Jetzt haben wir diese Maßnahmen, diese viel strengeren Maßnahmen auf nationaler Ebene. Heißt das, der Kanton Tessin eigentlich bis jetzt alles richtig gemacht hat und hat da eine Vorreiterrolle oder ein bisschen unschöner ausgedrückt, ist er ein Versuchslabor gewesen? Es ist kein Versuchslabor, aber muss man schon sagen, dass der Kanton Tessin ist einfach früher als andere Kantone mit einer sehr schwierigen Situation betroffen worden. Ist einfach die geografische Realität, das müssen wir auch mal sehen, und was es bedeutet. Und in der Tat, ganz logisch, ist der Kanton Tessin viel früher als andere mit realen Fragen, konkreten Fragen konfrontiert worden. Und ich glaube, man hat schon es gesehen mit dem Veranstaltungsverbot für große Veranstaltungen. Der Kanton Tessin hat begonnen mit Geisterspielen im Hockey. Und ich weiß, was es bedeuten kann, wenn es geht um die zwei Hauptmannschaften in Tessin oder so ein Entscheid. Und es zeigt auch, dass es gab auch diese Wille, mal wirklich vorwärts zu tun. Und wenn ich vorher gesagt habe, es geht um wirklich sicher sein, immer wieder, dass man kann auch die erklären, was wir tun, die Bevölkerung mitnehmen kann. Einfach Entscheidungen zu treffen, wenn es nicht wirkt, das hilft nicht viel, oder? Und der Moment, wenn wir sehr gut beobachten, was passiert in der Kanton, der Moment, wo der Kanton Tessin, der als erster Kanton damit konfrontiert war, solche Schritte gemacht hat, es ist auch klar, dass es sind auch Gedanken, die auch bei uns mal helfen, mal zu überlegen und zu sehen, was es bedeutet. Zum Beispiel jetzt für den letzten Mittwoch haben wir auch merken müssen, dass dieses Verbot für die obligatorische Schule, überobligatorische Schule, aber nicht für die obligatorische Schule, nicht so gut verstanden worden ist.
sehr konkret. Und das hat auch, ich meine, eine Rolle gespielt, in der Tat. Merci, Monsieur Moser. Ja, Herr Berset, ich habe eine Frage über die Einschränkungen für Bars und Diskotheken. Auf 50 kontrollieren Sie das? Und wie gehen Sie vor, wenn sich jemand nicht daran hält? Ja, es ist jetzt eine Verordnung und es ist eine Verpflichtung für die Organisatoren und für die Leute, die Proprietäre oder die Eigentümer dieser Orte. Und ich gehe schon davon aus, dass es wird umgesetzt, oder? Sonst ist es einfach illegal. Es ist einfach illegal. Und da die Kantone, die sind da, um das zu folgen und zu beobachten und zu umzusetzen. Und das ist wirklich da die Rolle der Kantone. Aber es gilt jetzt als Verordnung. Merci, Monsieur Guillaume. Oui, très précisément, comment comptez-vous appliquer la mesure des 100 personnes pour un domaine skiable? Pour être très clair avec vous, Monsieur Guillaume, ça signifie la fermeture des domaines skiables. Prochaine question. Je vais commencer de ce côté, Monsieur Beuglin. Oui, donc les touristes ne peuvent plus entrer en Suisse, donc depuis l'Italie. Par contre, les 70 000 frontaliers peuvent toujours passer la frontière. En quoi est-ce que c'est cohérent? Alors, vous voyez, les frontaliers qui ont un permis, c'est un permis juridique qui est valable. Alors, on ne peut pas finalement dire qu'ils ne peuvent plus entrer en Suisse. Il y a des gens aussi qui ont des permis de séjour. Alors, là, je l'ai dit, mais en dehors de ces catégories de personnes, il n'y a plus d'entrée régulière en Suisse. Et il faut aussi voir que probablement les 60 000 personnes ne vont plus entrer tous les jours parce que c'est des gens... certes qui travaillent au Tessin, mais vous avez vu aussi qu'il y a peut-être moins de travail maintenant au Tessin parce qu'il y a moins de tourisme, etc. Alors, il y a des gens aussi qui restent chez eux. Il y a aussi le travail qui s'effectue à la maison. Il y a des entreprises aussi qui rendent possible le fait qu'on puisse travailler à la maison. Alors, je ne sais pas combien il y a eu de passages encore à la frontière. C'est peut-être Monsieur Bock qui peut vous dire ces derniers jours. Bon, ce n'était pas encore cette restriction-là. Mais on ne veut pas qu'à part ça, il y a d'autres personnes en plus qui puissent entrer en Suisse aussi pour justement... je dirais profiter des infrastructures dans les hôpitaux, hein, parce qu'il faut aussi protéger là un peu les infrastructures que nous avons et puis les capacités que nous avons pour pouvoir mettre à disposition les capacités en cas d'une escalade de cette pandémie. Mais je ne sais pas, peut-être Monsieur Bock peut dire combien il y a eu de passages actuellement, il ne sait pas, il me regarde, il ne sait pas. Mais en tout cas, ça a baissé, hein. Ça a certainement baissé. Et si vous regardez à quel point aussi la situation maintenant est assez calme, hein, la vie économique, etc., au Tessin est devenue assez calme, je pense qu'il n'y a plus tout le monde qui va entrer en Suisse. Monsieur Bock, vous souhaitez encore ajouter? Ja, vielen Dank. Ich kann ergänzen, dass in der Tat der gesamte Personenverkehr deutlich zurückgegangen ist. Wir erleben den gleichen Rückgang auch im Flugverkehr und es ist ebenso ein Rückgang im Bereich des Transits, des Warenverkehrs nach Italien zu bemerken. In die Schweiz hinein und aus der Schweiz hinaus erleben wir den normalen saisonalen Verlauf im Moment. Merci. Madame Bella, prochaine question. Oui, Madame Keller-Sauter, une question complémentaire. Qu'en est-il aux autres frontières? Est-ce que les Français ou les Allemands peuvent toujours venir se faire soigner en Suisse? Beaucoup ont aussi l'habitude, habitent vraiment très proche de la frontière. Et est-ce qu'avec ces mesures prises à la frontière sud, vous ne craignez pas que la France ou l'Allemagne appliquent la réciproque avec nous, sachant que nous sommes l'un des pays les plus touchés? Et désolé, ça fait deux questions. Alors, l'ordonnance du Conseil fédéral dit que le département de M. Berset, ensemble avec le DFAE, peut désigner les zones ou les pays à risque. Et les pays à risque, ce sont les pays qui nous entourent, les pays voisins, d'une part, et puis d'autre part, les pays qui ont pris des mesures extraordinaires. Et puis avec l'Italie, il faut quand même dire que toute l'Italie maintenant est fermée. Vous voyez, ça c'est une autre situation que la France pour l'instant. Ce qui n'explique pas qu'à un moment donné, il y ait aussi des mesures concernant la France ou concernant l'Allemagne. Et l'ordonnance le rend possible. C'est-à-dire que l'ordonnance telle qu'elle a été décidée maintenant... Elle s'applique maintenant parce qu'il y a une liste de pays à risque seulement à l'Italie.
mais elle pourra s'appliquer aussi à d'autres pays. Et puis, si vous parlez de réciprocité, vous voyez, c'est le codex de Schengen. Alors, nous sommes membres de Schengen, associés, la Suisse, et nous avons les mêmes droits, les mêmes obligations que les autres pays, et nous avons le droit aussi de réintroduire les contrôles à la frontière quand il y a urgence. Es gibt nach wie vor viele Fragen. Ich gebe allen die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Insbesondere diejenigen, die noch keine Frage gestellt haben, bitte haben Sie Geduld und verstehen Sie, dass wir einfach zur Verfügung stehen. Wir werden schon Sie Ihre Frage nehmen, Herr Morf insbesondere. Also, nächste Frage. Oui, Madame Degott. Monsieur Percé, où est-ce qu'on en est au niveau de la saturation du système de santé? On ne peut pas parler pour l'instant de saturation du système de santé. Vous avez vu dans l'ordonnance, je n'en ai pas parlé, mais il y a un élément assez important qui se situe à la fin de l'ordonnance, qui prévoit aussi une obligation d'informer concernant la couverture sanitaire, de manière à ce que nous puissions piloter ça aussi sur le plan national. Et ça, il s'agit naturellement là de pouvoir piloter la situation avec les cantons, bien sûr, avec les hôpitaux, à partir du moment où on commencerait à être à la limite. Donc, pour l'instant, ce qu'on constate, c'est évidemment une progression du nombre de cas coronavirus. J'ai eu l'occasion hier encore d'échanger personnellement, directement, avec deux médecins chefs de soins intensifs de deux grands hôpitaux pour comprendre la situation. Et pour l'instant, eh bien, la situation, elle évolue. Il y a la possibilité dans les hôpitaux de faire beaucoup de choses pour libérer des places. Il y a des mesures déjà qui ont été prises pour faire face à la situation qui arrive, parce qu'on peut la plus ou moins, on peut pas la prévoir, mais enfin on voit dans quelle direction ça évolue. Et pour l'instant, il n'y a pas de problème de saturation, mais on doit naturellement être conscient du fait que le nombre de cas augmente rapidement et que nous devons du coup observer la situation vraiment jour par jour. On est aussi également en contact de ce point de vue-là, bien sûr, avec le Tessin, qui se trouve au devant de la vague, si on peut le dire, puisque on a maintenant avec la situation au Tessin et la situation en Italie voisine un nombre de cas qui est assez important. Prochaine question, Madame Wischer. Was ist eigentlich mit den Rekrutenschulen? Werden die auch geschlossen? Es ist nicht vorgesehen. Es ist keine. Je crois encore que ici on peut effectivement expliquer qu'une Rekrutenschule, ça n'est pas un établissement de divertissement et de loisirs. Et ça n'est pas non plus une manifestation publique ou privée accueillant 100 personnes ou plus. Surtout, non maintenant pour être sérieux, sur les Rekrutenschulen, nous partons de l'idée que évidemment, il est possible de respecter les mesures, on peut intégrer les mesures d'hygiène et de Abstand halten. C'est ça qui doit faire foi dans ce cadre-là. Et prochaine question, Monsieur Fellmann. Frau Bundespräsidentin, wie würden Sie die heute beschlossenen Maßnahmen historisch einordnen? Ja, es ist sicher eine sehr außergewöhnliche Situation und auch die Maßnahmen sind einschneidend. Ich habe das gesagt und umso wichtiger ist es, dass die Bevölkerung, Herr Berse hat das mehrmals erwähnt, die Bevölkerung wirklich mitnehmen können, dass sie das verstehen, worum es geht und warum wir diese Maßnahmen brauchen und warum sie alle mitmachen sollen, auch diejenigen, die sich nicht selber unmittelbar davon betroffen fühlen. Wenn Sie sagen historisch, ja, ich weiß es nicht, ob es solche Maßnahmen schon einmal oder ob solche Maßnahmen in unserem Land schon einmal beschlossen worden sind. Wenn, dann sicher unter sehr anderen Umständen. Ich glaube, was auch wichtig ist, und das hat Herr Berse ebenfalls erwähnt, wir sind in einem Prozess. Wir haben es hier mit einem Virus zu tun, von dem wir immer noch wenig wissen. Wir wissen täglich mehr, es gibt diese Studien und deshalb müssen wir die Maßnahmen auch immer wieder anpassen. Die Verordnung, die wir heute beschlossen haben, die ist ganz explizit so aufgebaut, dass wir sagen, das sind jetzt die Maßnahmen, aber wir müssen auch diese wieder überprüfen können. Das ist nicht ganz einfach, weil die Bevölkerung soll verstehen können, warum das heute gilt, warum vielleicht in kurzer Zeit etwas anderes wieder gilt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns erklären, dass wir der Bevölkerung aufzeigen, worum es ganz genau geht. Und ich glaube, die zwei Elemente sind wichtig. Wenn wir jetzt diese Maßnahmen ergreifen, dann können wir dazu beitragen, dass sich das Virus also weniger schnell ausbreitet. Und für die Menschen, die sich jetzt vielleicht selber nicht betroffen fühlen und denken, sie haben auch keine Bedenken für sich selber, die müssen sich bewusst sein, dass wenn in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen schwer krank werden, dann haben wir Schwierigkeiten, dann überhaupt die schwer kranken Menschen in unserem Land
ja, noch zu pflegen und um sie zu kümmern. Also es geht hier um die besonders verletzlichen Menschen, aber es geht eben auch um diejenigen, dass wir weiterhin die schwerkranken Menschen überhaupt pflegen können. Das zu verstehen, das die Bevölkerung mitzunehmen, ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Wir sind Ihnen allen auch dankbar, wenn wir mit Ihnen zusammen diese Maßnahmen gut erklären können, dass die Bevölkerung weiß, was der Bundesrat und warum der Bundesrat diese Entscheide fällt. Ich hoffe sehr, dass uns solche weiteren Entscheide erspart bleiben, aber im Moment bleibt uns nichts anderes übrig, als in dieser Situation nach bestem Wissen und Gewissen das zu tun, was wir in unserer Verantwortung tun können für unsere Bevölkerung. Monsieur Favre. Peut-être, Madame la Présidente de la Confédération, est-ce que les transports publics ne restent pas finalement le maillon faible de toute la stratégie de prévention? Alors, c'est ce que nous avons déjà dit à la population, c'est qu'il faut essayer d'éviter les heures de pointe dans les transports publics. Ça demande aussi, bien sûr, aux employeurs de régler avec les employés qu'ils puissent venir plus tard, qu'ils puissent partir plus tôt ou plus tard pour justement ne pas être obligés de voyager dans les heures de pointe. Ce qu'on a pu observer jusqu'à maintenant, c'est que déjà aussi dans les transports publics, ça a beaucoup diminué les gens qui utilisent les transports publics. Ce que maintenant on a décidé, c'est que aussi les transports publics, c'est les CFF et les cartes postales qui ont la Systemführerschaft, alors ça veut dire qu'ils peuvent prendre des décisions aussi pour les autres transports publics, c'est qu'on garde le service minimal, das Grundangebot, dans le service du transport public, mais là où il y a les transports avec des buts touristiques, les transports pour des groupes, c'est annulé, c'est terminé, c'est plus offert. Et bien sûr, on a dit aussi à la population justement d'essayer d'éviter tous les transports, aussi dans les transports publics, s'ils ne sont pas nécessaires. Et là où c'est possible, dans les villes, je dirais, à des courtes distances aussi d'aller à pied ou avec bicyclette, de ne pas utiliser les transports publics. Alors avec ça, je pense qu'on peut déjà arriver à avoir moins de personnes dans les transports publics. On a aussi pris des mesures pour les gens qui travaillent dans les transports publics. Dans les bus, vous avez vu probablement déjà qu'on essaie qu'il n'y a plus de contact avec ceux qui et puis dans les trains, par exemple, il y a toujours des contrôles, mais moins de contrôles. Alors on essaie vraiment aussi de protéger les gens qui travaillent dans les transports publics avec tous les moyens possibles. Monsieur Bühler. Herr Berset, Sie haben vorhin, wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt, die Skigebiete müssen schließen. Es gibt hier einen Satz, dasselbe gilt für Museen, Sportzentren und Schwimmbäder. Trifft das zu? Und wenn das zutrifft, trifft das auch auf große Einkaufszentren zu? Nein, noch einmal hier, es geht um öffentliche oder es geht um Veranstaltungen, wo man einfach 100 Personen gleichzeitig im selben Ort hat. Und in der Tat, auf Skigebiete, wenn es gibt ein riesen Skigebiet mit wenigen Personen, wenn sie Skifahren, es ist nicht so, dass es gibt Probleme. Aber wir wissen schon genau, wo sind die Probleme auch in die Skigebiete. Das sehen Sie auch selbstverständlich, oder? Und für die Museen und für die andere Sportzentren, wie es jetzt Schwimmbäder, Wellnesszentren. Die Idee ist einfach zu verhindern, dass zu viele Leute gleichzeitig in einem engen Ort oder nicht so großen Ort befinden, weil dort dann haben wir Probleme mit der Übertragung des Virus. Und wenn wir das verlangsamen wollen, haben wir auch gesagt, ich meine, wir haben diese Verordnung jetzt mal entschieden im Bundesrat und die Idee ist, dass die nicht für die Ewigkeit bleibt, hoffentlich. Oder? Die Idee ist, dass es gilt für einen Moment, wo wir wirklich versuchen, die ganze Entwicklung zu dämpfen und um die vulnerablen Gruppen zu schützen und auch um unsere Gesundheitseinrichtungen zu schützen. Aber ich gehe davon aus, dass es lässt sich organisieren bei Museen, Sportzentren oder andere Einrichtungen. Aber in der Tat, diese Begrenzung auf 100 Personen für Skigebiete, ich meine, es macht schon ein bisschen Schwieriges zu organisieren. Deswegen habe ich so klar eine Antwort vorher gebracht, aber ich habe auch selber mal Skigebiete besucht, wo es befanden sich weniger als 100 Personen. Prochaine question, Monsieur Zahler. Wir sind bald Ende März und die Temperaturen sind ein bisschen auch höher als sonst für die Saison.
Ich möchte noch auf die Frage von vorhin vom Kollegen über die Grenzgänger, vor allem im Tessin, aber auch im Südbünden. Sie haben zwar gesagt, die Zahlen gehen ein bisschen natürlich zurück, aber soll da der Bundesrat nicht ein bisschen eine aktivere Rolle spielen und sagen, wie auch gewisse Tessiner Politiker gefordert haben, nur die Schlüsselfiguren und in den Schlüsselbereiche die Grenzgänger ja, hineinzulassen? Mhm. Ist das unmöglich? Sie haben natürlich schon recht, oder? Grundsätzlich, es geht ja auch um die Grundversorgung. Der Bundesrat geht schon auch davon aus, dass ohnehin auch die Betriebe ihre Verantwortung übernehmen, dass sie nicht einfach Leute kommen lassen, die jetzt nicht betriebsnotwendig sind oder weil vielleicht auch weniger Arbeit anfällt oder man kann auch Arbeit erledigen zu Hause. Aber oder es ist etwas schwierig, ich sage das offen, für den Bundesrat hier eine Selektion zu treffen zwischen den Branchen. Oder man hätte sich das vorstellen können. Man hat ja kürzlich, gab es eine Grafik in den Zeitungen, glaube in der NZZ habe ich das gesehen, wo man sieht Gesundheitswesen, Industrie und so weiter. Aber das ist für den Bundesrat relativ heikel, dann zu sagen, ja, im Gesundheitswesen selbstverständlich wollen wir alle Leute, aber in der Industrie ist uns das dann egal oder beispielsweise in der Gastronomie. Das ist ein relativ heikler Entscheid und wir zählen wir auch etwas auf die Verantwortung der Unternehmen, ob sie tatsächlich jetzt alle Leute jeden Tag kommen lassen wollen oder nicht, ob sie tatsächlich betriebsnotwendig sind. Prochaine question. Oui, madame. Oui. Wir befinden uns ja bis jetzt in der Situation der besonderen Lage. Ist das jetzt die außerordentliche Lage? Und wenn nicht, was bräuchte es dann für Voraussetzungen, dass es zur außerordentlichen Lage wechseln würde? Ich würde vielleicht einen Teil der Antwort bringen, aber es wäre auch gut, wenn Herr Koch auch mal ergänzen könnte. Zuerst einmal, wir können schon sehr viele Maßnahmen treffen mit der besonderen Lage. Und der Vorteil, wenn ich das so sagen darf, der besonderen Lage, es ist, dass wir können das weiterhin sehr eng mit der Kantone machen. Wir können mehr koordinieren, im engen Austausch und Kontakt mit der Kantone. Hingegen die außerordentliche Lage gemäß Artikel 7 der Epidemiengesetz, das würde einfach bedeuten, dass alle die Entscheidungen, die stützen sich auf Notrecht, oder? So gesehen. Kein Kontakt mehr mit der Kantone. Die Kantone hätten keine Möglichkeit mehr zu intervenieren. Und das ist schon eine Situation, wenn man die verhindern kann. Das wäre nicht so schlecht, aber es gibt schon eine Eskalation, die möglich ist in dieser Hinsicht. Monsieur Koch. Mikrofon ist zu. Ja. Noch als Ergänzung vielleicht. Es ist ja nicht die Lage, die uns beschäftigt, sondern es ist die Epidemie. Und wir passen uns natürlich laufend an den epidemiologischen Gegebenheiten an. Also es ist die Krankheit, die eigentlich den Takt vorgibt und auch die auch vorgibt, was für Maßnahmen wann getroffen werden müssen. Und selbstverständlich kann der Bundesrat dann die außerordentliche Lage benutzen, wenn es die braucht. Aber solange wir die Epidemie so beherrschen können, dass es mit der besonderen Lage, mit den Tools der besonderen Lage geht, ist es sicher besser. Merci. Monsieur, oui. In den Nachbarländern hat Italien, aber auch im asiatischen Raum hat sich ja abgezeichnet, dass zumindest in den Anfangsstadien sich die Zahl der Fälle exponentiell steigert. Auch in der Schweiz wurden jetzt jeden Tag 30% mehr Fälle festgestellt. Wenn Sie jetzt eine Zeitmaschine hätten und wir zum vergangenen Freitag zurückreisen könnten, würden Sie sich wünschen, dass Sie diese Maßnahmen damals schon beschlossen hätten, um eben dieses exponentielle Wachstum abzuklemmen? Aha, das ist ja eher eine politische Frage jetzt. Und ich dachte, es ist eine Frage über die Entwicklung der Krankheit. Ich meine, wir versuchen einfach, das so genau zu beobachten, dass es möglich ist, am Moment, wo es nützt, Maßnahmen zu treffen. Wenn ich sage, wo es nützt, es muss auch wirksam sein. Und es muss auch mal, ich würde sagen, akzeptiert werden können durch die Bevölkerung. Ich muss Ihnen sagen, ich meine, zu früh, alle würden sagen, was macht der Bundesrat da? Spinnt er oder was? Und zu spät ist zu spät. Es gibt einen Moment, es kann zu früh sein, es gibt einen Moment, es kann zu spät sein. Und ich glaube jetzt, wir sind nicht so weit von dem Moment, wo es
richtig ist. Man könnte schon über zwei Tage früher oder später diskutieren. Aber wir sind schon in einer Situation, wo man merkt, dass, dass wir mehr Maßnahmen brauchen. Ich glaube, ich habe auch sehr viele Kontakte mit Leuten. Wir hören schon, dass es ist der Moment, wo was wir hier tun, vielleicht verständlicher sein kann. Und es gibt uns die Chance, dass es wirklich umgesetzt wird. Wenn ich sage umgesetzt wird, es ist nicht nur mal die, was in der Verordnung steht, aber auch was die, wie sagen wir das, Comportement personnel oder ce que signifie le comportement personnel par rapport à cette situation. Und ich glaube, daher, wenn man das einfach alle die Punkte anschaut, wir sind, glaube ich, nicht so weit vom Moment, wo es einfach machbar ist. Und deswegen ist auch keine große Überraschung, haben Sie gesehen, wir sind eher kurz vorher oder gleichzeitig wie andere Länder, die stellen sich auch diese Frage. Und es zeigt auch, dass auch in einer besonderen Lage, wo alles sehr schnell geht, der Bundesrat ist immer wieder in der Lage gewesen, die Maßnahmen am richtigen Moment zu treffen. Madame Christen. In der Bevölkerung kursieren offenbar viele SMS, WhatsApp und so weiter mit der Botschaft, kauf noch schnell ein, denn schon bald wird der Bundesrat die meisten Läden schließen. Was sagen Sie diesen Leuten? Also steht, Ladenschließungen gab es ja zum Beispiel auch in Italien, steht so etwas auch bevor? Siehst du, ja. Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass wir sagen, die Situation ist ernst, die Situation ist schwierig, aber es gibt keinen Grund, jetzt Panik zu haben. Und auch in Italien sind die Lebensmittelläden nach wie vor offen und es gibt keine Absicht, in keiner Art und Weise hier irgendeine Einschränkung vorzunehmen. Dass sich Menschen überlegen, wo sie einkaufen und wie viel, wie häufig sie in die Läden gehen, das ist richtig. Das ist auch ein Teil dieser Vorsichtsmaßnahmen. Aber jetzt Panik zu haben, es gibt keinen Grund dafür. Und ich denke, auch dafür ist der Bundesrat besorgt, wenn wir sagen, zum Schutz unserer Bevölkerung, dass wir die Maßnahmen eben jetzt so treffen, dass wir nicht plötzlich Maßnahmen ergreifen müssen, die dann wirklich für die Bevölkerung nicht mehr tragbar sind. Deshalb ist es so wichtig, dass jetzt alle, auch diejenigen, die sich nicht persönlich unmittelbar betroffen fühlen von dieser Pandemie, dass sie sich an diese Maßnahmen, Hygiene und Distanz halten, halten. Ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft. Aber es ist klar, es kursiert jetzt sehr viel. Und deshalb ist es wichtig, dass wir gut erklären, weshalb wir die Maßnahmen treffen, welche es sind und warum wir sie jetzt treffen. Prochaine question, Monsieur Guillaume. Oui, est-ce qu'il faut un registre national des infrastructures sanitaires ? Plus concrètement, est-ce que vous avez la vue d'ensemble sur, par exemple, les lits de soins intensifs qui sont en disposition dans toute la Suisse ? Ça, je pense que c'est une question à laquelle je serais bien que M. Corr puisse répondre. On a évidemment des réponses à ces questions. Je pense que... Il n'y a pas un registre dans le sens où un registre parce que les infrastructures, c'est une responsabilité des cantons. Mais bien sûr, on a sur le niveau fédéral maintenant des données pour juger où et comment ces infrastructures sont utilisées et où et comment ces infrastructures vont être libérées pour les patients futurs de l'épidémie. Et dans ce moment-là, le plus important, c'est vraiment que tous les hôpitaux en Suisse savent que maintenant, c'est le moment pour se préparer et pour libérer des infrastructures, surtout des infrastructures des soins intensifs. Oui, M. Guillaume, l'article 10 de l'ordonnance auquel vous pouvez vous référer. Madame, oui. Darf ich vielleicht zurückkommen auf die Frage der Betreuungsstrukturen in den Schulen? Wie will man das realistischerweise, diese Abstandsregel dort einhalten, gerade wenn es sich um Kinder handelt? Und dann vielleicht auch eine Verständnisfrage, was heißt überhaupt, also was ist die Abstandsregel? Ist das 1 Meter, sind das 2 Meter? Vielleicht können Sie das noch erklären. Ich nehme das gerne, ja. Ich glaube, wir gehen davon aus, wenn die, wie heißt das schon auf Deutsch, die Präsenzveranstaltungen in den Schulen verboten sind. Es bedeutet, dass es einfach die Schule, wie es bis heute gegangen ist, nicht mehr möglich ist. Und wir gehen davon aus, wenn man anschaut, auch was in Tessin zum Beispiel passiert ist, dass auch sehr viele Kinder in dieser Situation, die werden am Montag nicht unbedingt einen Betreuungsplatz mal brauchen. Die werden vielleicht zu Hause sein mit den Eltern. Bitte noch einmal, wirklich nicht bei den Großeltern. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist genau die Empfehlung des ECDC.
Schulen womöglich zu schließen, aber nicht die Kinder bei den Großeltern für die Betreuung, wirklich, ich insistiere ein wenig. Und es gibt aber einen Teil der Kinder, wo es vermutlich keine Lösung kurzfristig geben wird für eine gute Betreuung, ohne die Großeltern zu organisieren. Und dann haben uns die Kantone gesagt, sie sind in der Lage, das zu organisieren. Es sind aber weniger Kinder als die Kinder, die in der Schule sind. Das heißt, es ist einfacher, vielleicht auch in Schulenstrukturen oder anderswo, die Kantone müssen das bestimmen, es zu organisieren. Und die Regeln sind ziemlich einfach. Abstand halten, wie ich sage immer, ich meine, es braucht weniger als 2 Meter, mehr als 15 Minuten, um ein Risiko der Übertragung zu haben. Das gilt nach wie vor. Und sonst einfach Hygienemaßnahmen zu halten. Ende war. Keine Hände schütteln. Ich meine, diese Maßnahmen kann man in Betreuungsorte, wenn ich das so sagen darf, wo sie nicht Schulzimmer mit 25 Schülern in ganz nicht so großen Räumen. Das muss sich möglich sein, es umzusetzen. Und da die Kantone werden es auch so tun. Eine Nachfrage? Ja, also es gibt nicht zum Beispiel diese Regel wie in Italien, wo man gesagt hat, glaube ich, man muss mindestens 1 Meter Abstand haben, auch wenn man in der Bar sitzt. Ja, das ist schon eine andere Frage. Die Bars, gehen wir davon aus, sind keine Betreuungsorte für die Kinder und Schüler. Nein, ich meine, um die Frage gut zu verstehen. Die Bars ist eine andere Geschichte. Es ist aber auch klar, dass wenn wir sagen, es gibt diese Grenze von 50 oder 50 Personen inklusive Personal, es ist auch schon hart und wir wissen das, wir sind ganz bewusst, dass es hart ist. Aber wenn wir sagen, es muss dort, müssen auch dort die Hygieneregeln gehalten werden. Es bedeutet auch klar, man sollte verhindern oder nicht so aufpassen, dass es nicht einfach so viele Leute an einem kleinen Tisch sich finden, weil sonst haben wir einfach das Problem, das sind Orte, wo das Virus sich auch übertragen lässt. Aber auch am Anfang gesagt, wir sind in einer besonderen Lage, kein Grund zur Panik. Wir wissen, wie man da reagieren kann, aber die Situation ist nicht einfach. Und ich meine, die Leute, die sind damit auch, glaube ich, jetzt immer besser informiert, dass die Situation ernst ist und dass man kann auch in einem Bar gehen und nicht unbedingt ganz nah mit anderen Personen sitzen. Und das wird auch noch einfacher sein, wenn man davon ausgeht, dass mehr als 50 Personen inklusive Personal nicht in einem Restaurant oder einem Bar sich gleichzeitig befinden können. Merci. Prochaine question, Monsieur Serena. Mais l'Italie a tout fermé pratiquement. En fait, il n'y a pas la limite de 50 personnes. Seulement ce qui est strictement nécessaire est resté ouvert. Est-ce que si dans 2-3 semaines en Suisse, on ne voit pas la situation qui améliore un petit peu, ça peut être une option à évaluer? Ja, das Ziel der Maßnahmen, die wir jetzt treffen, ist genau das, dass wir nicht in eine Situation kommen wie in Italien. Wir müssen absolut verhindern, dass unser Gesundheitssystem in eine Lage kommt, wo sie die Patienten nicht mehr korrekt versorgen können. Und das ist durchaus möglich, wenn alle das mitmachen. Von dem her gehe ich davon aus, und ich bin sicher, die Schweiz schafft das, gehe ich davon aus, dass wir nicht in eine Situation hineinkommen wie in Italien. Aber wir werden selbstverständlich auch sehr viele kranke Personen haben. Die Websites des Bundes mit einigen wenigen Ausnahmen, zum Beispiel des VBS, die sind heute kaum erreichbar, wahrscheinlich, weil beim BAG viele Anfragen eingehen und weil die alle über die gleiche Infrastruktur laufen. Hat man hier etwas vernachlässigt in der Vergangenheit und was wären die Lehren für die Zukunft, jetzt wo man dringend auf Informationen angewiesen wäre? Gut, das ist offenbar eine momentane Überlastung tatsächlich. Und das BIT, also das Bundesamt für Informatik, ist an der Situation zu analysieren, um Maßnahmen zu treffen. Aber jetzt haben wir noch keine Antwort zu diesem Thema. Wir werden das selbstverständlich anschauen. Madame Bella. Oui, par rapport aux autorités, est-ce qu'un système de suppléance a été organisé, notamment si plusieurs membres du Conseil fédéral devaient être malades en même temps? Et pardonnez-moi la deuxième question, mais est-ce que des mesures particulières ont été prises, notamment vis-à-vis de M. Maurer, qui a 69 ans? Soll ich
Eh bien, écoutez, c'est une excellente question. Comme vous pouvez le constater ici dans cette salle, le Conseil fédéral respecte exactement les recommandations de l'OFSP pour éviter de se trouver dans cette situation. Donc, je crois qu'avec ça, vous avez la réponse. Jeder und jede von uns hat eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Und wie der Vizekanzler gesagt hat, wir halten uns an diese Regeln, auch während der Bundesratssitzung, auch vor der Bundesratssitzung. Ich denke, wir haben hier eine ganz besondere Verantwortung, die wir wahrnehmen und deren wir uns auch bewusst sind. Que vous le sachiez, nous avons aussi les infrastructures nécessaires pour ne pas tenir forcément des séances qui sont uniquement physiques. Et si un conseiller fédéral manquait, on pourrait aussi le faire participer à une séance du conseil fédéral depuis l'extérieur. Donc il y a de multiples possibilités pour continuer à être efficace et à travailler dans à peu près toutes les circonstances. Oui, monsieur. Merci. Ich würde gerne wissen, wie viele Beatmungsgeräte die Armee hat und ob diese alle einsatzbereit sind und bereit wären, den Kantonen vielleicht zur Verfügung zu stehen, falls nötig. Je ne sais pas si M. Koch a cette information. J'imagine que ça fait partie de son domaine. Ich weiß, dass diese Information existiert, aber ich habe sie nicht hier und ich weiß sie auch nicht auswendig. Aber die Armee ist auch daran, noch mehr Beatmungsgeräte zu beschaffen, das weiß ich, aber eine genaue Zahl kann ich Ihnen jetzt leider nicht sagen. Oui, je vous en prie. Wir haben den Kulturbereich auch ein wenig angesprochen. Was bedeutet es denn jetzt für eine Künstlerin, einen Künstler, der dieses Wochenende, nächste Woche einen Auftritt hat, der jetzt abgesagt ist, wird diesem Künstler, dieser Künstlerin irgendwie der Verdienstausfall kompensiert? Ist das schon ganz konkret festgelegt? Monsieur Parmelin. Merci pour la question. Je crois que c'était dit dans mon intervention. Nous travaillons actuellement avec différents groupes interdépartementaux. Nous allons avoir une task force, M. Scheidegger en fait partie, et nous traitons ces cas particulièrement. J'ai assisté l'autre jour à une séance avec Mme Ination Flash, où nous avons reçu tous ces milieux de la culture, peut-être pas directement de la culture, je dirais un petit peu en marge, et il y avait autant de cas particuliers que de personnes dans la salle, ce qui complique un peu le système. Mais nous analysons et nous travaillons sur des solutions et nous allons naturellement le plus vite possible venir avec des propositions. Monsieur Forster. Ich habe noch eine Frage zur Einschränkung des Luftverkehrs. Da ist ja nur eine Kann-Formulierung in der Verordnung. Was sind die Überlegungen dahinter, dass man das nicht ganz verbietet? Der Artikel 4 der Verordnung. Ich kann etwas dazu sagen, das ist einfach eine Möglichkeit, die existiert jetzt in der Verordnung. Und wir werden einfach, es erlaubt uns einfach, die Situation ganz genau zu beobachten und auch am richtigen Moment die Maßnahmen zu treffen, wenn es notwendig sein sollte. Aber in der Tat, im Moment, das ist auch schon vorher gesagt worden, der Luftverkehr ist schon sehr, sehr stark gebremst worden, generell. Wie alle Verkehr, wenn man es so sagen will, auch terrestre. Und im Moment ist es eine Möglichkeit, die wir haben. Aber vielleicht können auch die Herr Dummermuth vielleicht nicht. Das möchte ich so drücken und fest. Während du redest, ja. Ja, wie Sie gesagt haben, Herr Bundesrat, ist eine Ermächtigung, dass man je nach Lageentwicklung reaktionsfähig ist. Genau gleich, wie man gesagt hat, man definiert die Risikostaaten, hat man auch dort die Möglichkeit, ein Einfallstor lagegerecht zu regulieren. Madame Novak? Ja, apropos Risikostaaten, also Sie haben ja gesagt, es gibt keine länderspezifischen Reisewarnungen mehr, haben wir vorhin gehört. Jetzt lese ich gerade, dass Österreich die Schweiz als Risikogebiet der Stufe 6 bezeichnet hat, also Risikowarnung sehr, sehr hoch. Ist sowas allenfalls auch von uns aus geplant? Jetzt zukünftig. Ja, ich glaube, wir können kaum kommentieren, was Österreich macht in dieser Hinsicht, oder das beobachten. Aber in der Tat haben wir mal gemerkt,
Ich meine, es gibt auch Fälle in Österreich, Entschuldigung, das wird sich auch noch merken lassen. Und wir einfach machen alles, was notwendig ist für unser Land, für die Schweiz. Und wenn andere Staaten einfach Maßnahmen treffen, die eine Auswirkung haben über uns direkt, würden wir auch klar schauen, was es bedeutet und analysieren. Mit der Verordnung, wir können das, ich glaube, wir haben die Möglichkeit, es zu tun. Aber okay, wir nehmen es zur Kenntnis. Monsieur Beuglin. La grippe saisonnière fait des centaines de victimes de décès chaque année. En voyant le dispositif qui est présenté aujourd'hui, est-ce que la logique n'imposerait pas de rééditer ça chaque hiver pour la grippe, par exemple ? Oh, il y a une grosse différence avec la grippe, mais c'est M. Corr qui va vous faire toute la liste des différences. Merci. Oui, non, il ne faut pas comparer ces deux épidémies. Comment on compte les morts dans la grippe, c'est on fait une surmortalité, donc on regarde combien de gens décèdent pendant cette période. Et ce n'est pas des comptes un à un comme maintenant. Maintenant, c'est clair, on est dans une situation où on compte les morts directement diagnostiquées avec le coronavirus. Et si après, on verrait encore une surmortalité à la fin, ça, on ne peut pas dire. Mais la situation est très différente. Il ne faut surtout pas comparer les deux maladies. Si vous me permettez d'ajouter un mot, pardon, M. Corr, de compléter encore après que vous ayez parlé sur ce sujet, parce que c'est vous le spécialiste, mais la grande différence, pour la grippe, il y a un vaccin. Chaque année, les groupes à risque se font vacciner. Ici, il n'y en a pas. Prochaine question, je pense prendre M. Nebel. Petite précision, les contrôles aux frontières qui seront repris, contrôle Schengen, est-ce que cela comprendra aussi le fait de tester, par exemple, la température des personnes qui entrent dans le pays ? Est-ce que les gardes frontières seront munis désormais d'un thermomètre ? Ça s'est vu beaucoup en Asie, dans d'autres pays. Est-ce que c'est quelque chose qui va se pratiquer désormais ? Monsieur Bock, oui. Pour le moment, il n'y a pas encore des mesures par l'Office fédéral de la santé publique pour appliquer des mesures comme ça. Pourquoi ? Bah, tout simplement, c'est des mesures qui ne sont pas très efficaces parce que la fièvre, s'il y a quelqu'un de la fièvre, c'est déjà un peu tard pour détecter qu'il ne devrait pas entrer en Suisse et de toute façon, il ne devrait pas se promener dans un lieu public, soit à la frontière, soit ailleurs. Et à la frontière, vous pouvez avoir des gens qui sont infectés, qui n'ont pas de fièvre et ceux, vous ne pouvez pas détecter avec un thermomètre. Donc, c'est une mesure que, en soi, elle n'est pas très efficace, il faut être honnête. Monsieur Guillaume. Oui, vous avez parlé de la votation du 17 mai, à propos de laquelle vous dites que le Conseil fédéral n'a pas encore décidé si elle aurait lieu ou pas. Quels éléments parlent en faveur de l'annulation d'une telle votation ? Je n'ai pas dit que le Conseil fédéral n'avait pas décidé si elle aurait lieu ou pas. La votation était décidée. Il n'a pas pris de décision pour annuler ou pour l'instant remettre en cause cette votation. Mais nous sommes simplement en lien avec les cantons en discussion pour observer la situation comme elle se déroule, pour voir si les conditions seront bien sûr réunies pour qu'elle puisse être lieu. Et les cantons sont en pleine préparation de cette votation, essayent d'assurer bien sûr la votation en respectant les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique. Si la situation évolue, ce sera une autre situation. Donc ne pensez pas qu'il va y avoir une décision qui devrait tomber maintenant sur ce sujet-là. Donc merci de cette question, si ça permet de le préciser. Ich denke, wir nehmen noch Fragen etwa 4-5 Minuten. Wir haben fast alle Fragen schon beantwortet und es wiederholt sich ein bisschen, aber wir nehmen sicher noch einigen. Monsieur Fellmann. Une question pour M. Parmala. Est-ce qu'il est encore possible d'empêcher une récession ? Si on regarde l'évolution qu'on constate dans tous les pays qui sont frappés, ça va être extrêmement difficile. Et c'est un euphémisme. Prochaine question. Oui, madame. Oui. Oui, c'est peut-être une question pour
Monsieur Koch. Donc, les tests ne sont pas réalisés sur toutes les personnes. Ça signifie qu'il y a des cas qui ne sont pas comptabilisés. Est-ce que vous avez des estimations qui comprennent aussi ces cas? Non, on n'a pas fait des estimations là-dessus, c'est un peu trop tôt, mais on a installé un système, c'est le système de Sentinel, qui va nous permettre de faire des estimations. Ce système, il commence cette semaine. Oui. Une question supplémentaire. Donc, si vous n'avez pas une vue d'ensemble sur la situation, comment est-ce que vous pouvez suivre l'évolution du virus et prendre les mesures adaptées? Ben, on suit la situation comme tous les pays avec les nombres des cas testés et confirmés. Et bien sûr, on sait très bien que ce n'est pas tous les cas. Et les cas légers, il y a encore beaucoup plus que ceux qui sont testés et hospitalisés. Mais ça ne nous empêche pas de prendre les mesures et de réagir à temps. Monsieur Bühler. Stehen die Kantone geschlossen hinter diesen Entscheiden des Bundesrats oder gab es in der Konsultation abweichende Meinungen? Ja, dazu, ich habe die Gelegenheit gehabt, gestern den Vorstand der GDK zu treffen. Der Vorstand der GDK traf sich in Bern und der Vorstand der GDK war klar hinter diese Beschlüsse, die wir heute genommen haben. Und was die Schulen anbelangt, ich habe Kontakte gehabt mit der Präsidentin der EDK und die Entwicklung der Situation heute in der Swiss Romande, wird auch in der Deutschschweiz sein, in Tessin, zeigt auch, dass diese Maßnahme so oder so für die Schulen auch schon auf dem Gang war. Und jetzt mit dem Entscheid des Bundesrats, es erlaubt wirklich eine Harmonisierung der Entwicklung der Situation. Das ist, glaube ich, auch gut für alle zu wissen, was gilt und was nicht gilt. Ich stelle aber auch fest, dass gewisse Kantone schon Schulschließungen beschlossen haben, die viel länger sind, als was der Bundesrat beschlossen hat. Selbstverständlich, die Kantone können das in der besonderen Lage. Monsieur Zahler. Das VBS hat ja ein nationales Meldesystem installiert, um kontinuierlich die Zahl der Intensivpflegeplätze zu informieren. Heißt es, dass Sie Sorge haben, dass es ungenügend Betten in der Intensivpflege gibt? Haben Sie diese Sorge? Und könnte es sein, dass das Modell im Tessin mit dem vom Spital, es gibt auch eigentlich nur ein Spital, dass es auch anderswo angewendet werden kann. Monsieur Koch? Ja, nein, wir haben die Sorge nicht, dass wir nicht wissen werden, wo, wie viele Bettenzahlen noch zur Verfügung stehen. Das funktioniert auch normalerweise. Es werden auch normalerweise Patienten zwischen den Kantonen herumgeschoben, nicht so häufig und sicher nicht in der jetzigen Situation. Also die Sorge haben wir nicht. Es ist einfach so, dass wir das System noch verbessern wollen und deshalb ist es auch in der Verordnung so festgehalten, dass wir diese Meldungen bekommen. Die zweite Frage weiß ich nicht mehr. Ob das Modell im Tessin mit dem Zusammenlegen eines Spitales jetzt, ob das auch anderswo anwendbar ist? Ja, wir werden in der Schweiz sicher verschiedene Situationen sehen und auch verschiedene Modelle. Es gibt sicher die Orte, wo ganze Spitäler reservieren werden und dann gibt es die Abteilungen reservieren werden oder solche, die auch die Spitäler zusammenlegen. Also das überlassen wir dann wirklich den Kantonen, die Situation im Einzelnen kennen. Ich glaube, wir nehmen die letzte Frage, Madame Christen. Noch eine Frage von der Sportredaktion. Ich weiß nicht, wer sie am besten beantworten kann. Und zwar, warum sind nicht gleich grundsätzlich alle Sportveranstaltungen verboten, also auch Geisterspiele? Und könnte das noch kommen? Ich kann schon dazu vielleicht etwas sagen, oder? Epidemiengesetz, ich meine, wir machen einfach alles, was nützt für die Gesundheit der Bevölkerung, um die vulnerablen Menschen jetzt zu schützen, Gesundheitseinrichtungen zu schützen. A priori Geisterspiele, die sind nicht a priori ein Problem. Und Epidemiengesetz erlaubt uns, alles zu unternehmen für die Gesundheit der Bevölkerung, aber per se nicht einfach präzise Veranstaltungen einfach per se zu verbieten. Voilà, nous allons conclure ici cette conférence de presse. Je vous remercie de votre patience et de votre compréhension aussi pour les conditions dans lesquelles elle se tient. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Ça va?